Guten Tag, Leute. Mal ein kleines Update-Video oder mal gucken, wo ich das reinpacke. Ich habe ja noch die Schale hier. Einen neuen habe ich mir noch nicht gekauft. Ich habe noch natürlich so eine kleine Schale hier, aber ich muss mal sauber machen. Habe ich schon lange nicht mehr aufgehabt, die beiden Geräte. Warte, da muss ich auch mal aufräumen jetzt demnächst. Die Garage wird bald mal wieder fit gemacht. Da vorne steht ein gutes Stück. Ist gerade, ich habe gerade ein Kunstzeitkennzeichen drauf gemacht. Werde gleich mal nochmal eine kleine Probefahrt machen. TÜV-Termin steht auch. Ich werde jetzt den Helm hier sauber machen und ich muss mal gucken, ob ich das hier mache oder vielleicht an der Seite für die GoPro eine Halterung dran machen, damit ich auch hier mit Vlogs machen kann. Da hat mir der gute Tourensohn quasi seinen Aufbau geschildert, wie er das macht, gerade auch mit dem Ton und so. Und damit ich nicht immer mit dem Integralhelm fahren muss, der auf der Shopper nicht unbedingt passt, den ich jetzt habe. Der bleibt natürlich für meine schöne Wilma. Ach, ich habe noch mehr Integralhelme. Also ich könnte eigentlich schon fast ein Museum aufmachen. Aber der wird jetzt erstmal in Zukunft dann mein Shopper-Vlog-Helm werden. Und ich bin immer noch auf der Suche nach einem anständigen Helm, der nicht so aussieht wie so eine Melone, wenn ich den auf habe, so wie er hier. Aber gut, ist halt so. Ist halt so ein ganz einfacher, billiger von Louis, glaube ich. Vielleicht mal auch ganz schwarz, aber irgendwie passt das Rot-Weiße dann auch zu meiner Weste, wenn ich mein Logo da drauf habe. Na, schauen wir mal. Da werde ich jetzt erstmal sauber machen und dann gucken, dass ich da irgendwie was drauf bauen kann. Ich habe ja noch einige Klebepads. Und noch eine Kleinigkeit ist gekommen. Und zwar meine Patches. Jetzt muss ich mal eben gucken, ohne dass ich jetzt hier mich Adressen liegen. Ich mache das mal eben auf. So. Ich habe das jetzt selber noch nicht gesehen. Ich habe es jetzt gerade das erste Mal aufgemacht. Da bin ich mal gespannt. Leute, das sieht geil aus. Ordentliche Arbeit. Ja. Werde ich mit Sicherheit ein Video machen, wenn ich den drauflege. Gar keine Frage. Weil der wird draufgenäht, so wie man es eigentlich auch kennt. Und fertig. So. Jetzt widme ich mich aber erstmal den anderen Helm. So, da klebe ich jetzt hier drauf. Ich hoffe, halbwegs gerade. So lassen. Muss man nicht, kann man aber. So, da muss ich dann nur während der Fahrt irgendwie, muss ein bisschen runtergewinkelt werden. Ansonsten ist das schon mal ganz gut. Ja, fast gerade zu 100%, nicht ganz. Könnte auch der Kleber sein, der ein bisschen schief ist. Aber so sieht das Ganze dann aus. Hier noch ein Mikrofon dran, ab an eine Schnauze irgendwie dran gemacht und dann schauen wir mal, wie das so geht. So, ist jetzt fest drauf. Ich habe mir provisorisch mal, oh, hier sehe ich gerade so eine Macke, einen Kratzer. Oh, der Helm war schon 2 Jahre nicht in Benutzung. Diese Brillenschlaufe hinten mal eben provisorisch als Kabelhalter benutzt und bin dann hier unten rein, warte, da. Und das Mikrofon, das ist jetzt nur hier drauf gesteckt, damit das nicht hin und her wackelt. Wenn ich dann natürlich den Helm auf habe, dann habe ich natürlich 2 Masken. Also so zumindest mein Vorschlag, eine weiche innere, so ein Tuch. Daran mache ich dann auch das Mikrofon mit so einem Popschutz noch. Den muss ich dann noch gleich dran machen. Und dann kommt noch so eine Außenmaske drüber, dass da so wenig wie möglich Wind an das Mikrofon kommt. Und das werde ich dann mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ja, werdet ihr dann wahrscheinlich hier auch direkt noch sehen. Den Helm hatte ich ja letztes Mal bei der Intruder auf. Also das ist jetzt auch schon etwas über 2 Jahre her. Also bin ich mal gespannt. Boah, ist das windig, ey. Aber ich glaube nicht, dass ihr mich hören könnt.
Räder glaube ich nicht. Ich bin mal gespannt, was für Geräusche bei euch ankommen. Mikrofon ist zwar noch drin. Macht einfach mega Spaß, das Ding zu fahren. Ich weiß echt nicht, ob ihr was hören könnt. Ich höre nur Wind und Wind und noch mehr Wind. Und das Kabel, was am Helm dran wackelt, das geht mir ja voll auf den Nerv. Also muss ich da mal schauen, was ich da machen kann. Aber zum Testen, ich glaube, da brauche ich einfach eine andere Maske. Aber es ist ein geiles Gefühl, den Helm wieder aufzuhaben auf einer Shopper. Ja, sobald ich auch rede, dann rutscht auch meine äußere Maske runter. Aber scheißegal. Zum Testen reicht das allemal. Bremse vorne, alles funktioniert. Oh, ist aber echt krass windig hier draußen. Hier drauf kann ich auch wunderbar sitzen. Da habe ich keine Knieprobleme. Sitze ich wie zu Hause auf der Couch. Mit dem Winkel der Beine. Ah, ich glaube, Windgeräusche sind bestimmt noch zu krass. Da muss ich mir was anderes überlegen. Aber mal gucken, was der Computer gleich sagt. Ah, wie gemütlich das ist, mit dem Ding zu fahren. Ist echt, das hätte ich so nicht erwartet. Sieht jetzt auch nicht schön aus, was ich hier gerade gemacht habe. Mit der ganzen Verkabelung und das alles, aber egal. Den Lenker habe ich ein bisschen zu mir gezogen. Jetzt sitze ich auch ein bisschen aufrechter. Ist auch ungewohnt, ein Motorrad mit nur 4 Gängen. Das ist schon eine andere Hausnummer. Aber Motorrad ist sauber angesprungen. Keine Probleme. Oh, war schon der 4. Gang. So Leute, mache ich jetzt hier auch Ende. Bin mal gespannt, was hier bei rumkommt bei dem Video. Dann haut mal rein, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video.